viele so technische Dinge, über die wir auch sprechen können. Aber lassen wir vielleicht mal noch zum Ende hin dieses jetzigen Gespräch. Wir werden natürlich noch ein paar Sachen mehr machen. Vielleicht mal noch eine Sache besprechen. Und zwar, wir haben uns heute Mittag auch unterhalten. Warum glaubst du, oder was ist der Unterschied zwischen denjenigen, die Erfolg haben an der Börse und die keinen Erfolg haben? Das sind ja nicht, das wissen wir beide, das sind nicht die Indikatoren, das sind nicht die Instrumente, das ist nicht die Software. Wenn du es mal ganz kurz zusammenfassen, also wirklich ganz, ganz kurz, was macht den Unterschied aus zwischen jemand, der Erfolg hat und jemand, der keinen Erfolg hat? Erfolg ist, glaube ich, das Ergebnis einer mentalen Haltung, ja, also einer mentalen Geisteshaltung etc. Ich glaube, dass egal was man macht, Würstchenverkäufer, Elektroingenieur, egal was, man eine gewisse Leidenschaft, eine gewisse Affinität mitbringen muss. Warum muss man sie mitbringen? Ganz einfach, weil es wird immer Probleme geben, es wird immer Hürden geben. Und der einzige Motor, der dir hilft und der mir immer geholfen hat, auch nachdem ich das Konto mit roten Zahlen vollgestopft hatte, habe ich gesagt, nein, ich mag Optionen, ich mag die Märkte, mir gefällt das und ich werde Wege finden. Mhm. Nur diese Leidenschaft und Freude an dieser Märkte hat mich überhaupt am Leben gehalten, hat mir die Kraft gegeben, weiter zu studieren. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Das heißt, du musst die Leidenschaft haben oder zumindest eine gewisse Affinität, Freude. Und dann passieren noch andere Dinge. Du wirst automatisch natürlich Dinge an dich ziehen. Du wirst Informationen aufsaugen, du wirst lernen. Ja? Und dieser Erfolg wird dann sein, wenn du es schaffst, erstens auch mit deiner Psyche, mit dem Geld überhaupt umzugehen lernen. Ich habe gesagt, am Anfang, ich konnte es auch nicht als junger Mensch. Ich habe es auch lernen müssen. 30.000 ist verdammt viel Geld, habe ich einfach mal so verbrannt. Und dass man zum Beispiel sich Ziele setzt, die realistische, und man sagt, 30% im Jahr möchte ich wachsen. Ja. Dadurch hat man auch einen ganz anderen Bezug, weil natürlich kann man an einem Tag mal 50.000 Gewinn machen, vielleicht oder 10. Wenn es aber nicht in meiner Komfortzone ist, werde ich genau das Geld wieder riskieren und bin wieder da, wo ich war. Ja. Das heißt, der Erfolg ist eben die Selbstdisziplin, ist in der Definition Leidenschaft, Lernen und vor allem sich so eine eigene Welt aufbauen, sozusagen, die außerhalb jetzt des Vorgefertigten ist, einfach sagt, ich mache mein Ding. Okay. Ja, Jens hat mir zwar tolle Informationen gegeben, Martin auch, alles toll, ich nehme da ein bisschen was, das machen wir nämlich alle, wenn du musst da was, aber ich mache mein Konstrukt und das ist, glaube ich, der Erfolg. Der Erfolg ist diese Herausfinden der Wiederholbarkeit und die Disziplin zu haben, diese Wiederholbarkeit zu machen, obwohl man vielleicht geneigt wäre, das mehr zu machen oder anders zu machen. Da habe ich auch lange rumgekaut. Mhm. Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, der Martin vor 20 Jahren kommt heute zu dir, ja, oder du, der hat die Zeitkapsel und kam mal ganz kurz zu dir und du darfst dem einen Tipp geben und sagen, hey Martin, du wirst jetzt 20 Jahre lang an dem Trading da rummehren und damit du in 20 Jahren, oder dass du eher erfolgreich bist als jetzt, was würdest du dem für einen Tipp geben, wenn ich nur ein einziger sein dürfte? Mit einem langen Satz. Nein, ein kurzer Satz. Mit zwei kurzen Sätzen. Geduld ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren. Und lernen, zuhören und auch zu trennen, das ist auch eine gute Botschaft vom Botschafter. Das sind wir in der Welt sehr, sehr geprägt. Der passt mir nicht, der ist zu dick, der ist zu dünn und deswegen, was er sagt, muss Mist sein. Man muss lernen, das habe ich auch, ich bin auch reingetappt, wo Leute gesagt haben, ach, das ist ein blöder Idiot da. Ja? Und dann habe ich auch nicht zugehört, obwohl ich dann später, nach 10 Jahren, seine Bücher gelesen habe, und habe gesagt, das war nicht gut. Ja, das heißt, als der Martin vor 20 Jahren war wild, hat nicht richtig zugehört, auch wie der Mentor mir das erklärt hat, ich wollte schnell Geld. Ja, ich wollte schnell Geld und Erfolg. Aber ich festgestellt, ja, dass es nicht so ist. Das heißt, der Tipp, sei geduldig, beobachte und hör zu, lerne und definier deine Ziele. Das sind 4 Sachen, ich weiß, wer es jetzt schimpft. Nein, man muss definieren, was möchte ich überhaupt? Ja, möchte ich ein guter, möchte ich 50.000 im Jahr haben, möchte ich so und so viel Jahren haben und
gibt es diesen Spruch, Future Planning Determines Present Action, das heißt, diese Planung der Zukunft beinhaltet oder forciert das heutige Handeln. Ja. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Botschaften, weil ich dann genau weiß, worauf ich achten muss. Mhm. Können dann welche wegklicken und sagen, was der Martin sagt, ist Quatsch. Oder die sagen, ich gucke mir mal, was man mit Optionen machen kann. Und da kommst du vielleicht auf andere Ideen, wo du auch denn für deinen Trading, mit deinem Wissen, du hast ja auch ein einzigartiges Wissen, jeder hat ja sein Repertoire. Und wenn du klug bist, sammelst du und versuchst du dir dein Ding zu basteln. Weil, wie gesagt, du weißt ja, es gibt ja nicht das Ding, es gibt nicht den Markt, Recht haben, Recht, Unrecht haben. Und wir haben auch gesagt, was nützt es, wenn wir beide wissen, wo der DAX morgen ist, wenn wir nicht wissen, wann gehen wir rein und wo gehen wir vielleicht raus. Ja. Vielleicht geht er heute 100 Punkte rauf, über Nacht 300 Punkte runter und nächsten Morgen wieder 400 Punkte rauf. Wir waren nicht drin. Also nützt mir die Info nichts, sondern die Info... Das ist aber so, was alle halt immer wollen. Blick in die Glaskugel, was wird morgen sein? Das ist so interessant. Okay. Weil, ganz kurz noch mehr, weil das ist der Punkt. Ich glaube, das ist diese Money Management und Disziplin, dass du weißt, ich gehe mit einer Position rein oder ich mache mein Ding, egal was eigentlich der Markt macht. Ja, und viele konzentrieren sich nur, was macht der Euro morgen oder heute. Mhm. Und das hilft mir nicht als Trader Geld zu verdienen, sondern die richtige Frage eines Neulings wäre, kannst du mir und Martin eine Wiederholbarkeit erklären, die also wiederholbar ist und wie hoch die prozentualen Gewinnchancen da sind? Darauf kommt nicht, was der Markt macht. Natürlich ist es aber wichtig, übergeordnet zu wissen, was der Markt macht. Das heißt, es gehört dazu. Man darf es aber nicht priorisieren, sagen nur ich. Ja? Und das sind halt Dinge, man muss wissen, worauf man überhaupt achten muss beim Trading. Ja? Und ich glaube, Gelddisziplin habe ich lange rumgekaut. Da diese Disziplin des Einhaltens deines Risikos, diese emotionale Kontrolle, das ist eigentlich das, warum viele scheitern. Ja, ich auch teilweise manchmal, wo ich verzweifelt war, und du sagst, nee, jetzt zeige ich es, jetzt läuft es. Das ist, glaube ich, das wird so unterschätzt. Aber ich glaube, das ist ein Thema, da können wir noch Stunden lang. Aber das ist vielleicht was wir mal in einem weiteren Video machen können. Für jetzt soll es dann erstmal gewesen sein. Martin, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, noch ein paar Sachen hier zu machen. Wenn es euch gefallen hat, nochmal der Tipp, abonniert den Kanal von Martin. Viele Videos, wo ihr viel, viel daraus lernen könnt. Ich bin großer Fan, ich bekenne das hier, ich schaue mir wirklich seine Videos an. Ich gucke mir auch und ich sage immer, man soll nur eins am Tag hochstellen, nicht immer gleich fünf, weil sonst habe ich so viel zu tun. Ja. Wir werden uns hier auch nochmal sehen auf dem Kanal bestimmt und hier auch, wir werden ein paar Sachen gemeinsam in Zukunft machen. Wenn ihr Fragen habt, auch an den Martin, kommentiert dieses Video, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch diesen Kanal, neben dem von Martin. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Martin, danke für deine Zeit. Ja. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut.